Und wenn sie mich nicht täuscht, wäre sie jetzt eigentlich in Amerika am Reisen. Ich weiss noch mal, wo sie da war im Studio, und ich dachte, oh, das hätte ich auch mal einfach mit der Gitarre durch Amerika reisen. Aber so sieht es nicht aus. Hoi Martina. Judith. Hoi. Du, es sieht sogar eher nach Bündnerland aus, so klischee-mässig, aber so mit dieser Holz. Ja. So, oder? Hey, ich bin in einem Pfadiheim in Bern. Bist du? Ja. Was machst denn du verboten in einem Pfadiheim? Ich habe mich hier eingemietet, weil ich habe ja meine Wohnung gekündigt, weil ich wäre auf Amerika. Und jetzt stehe ich ohne Wohnung da und habe eigentlich über einen Kollegen den Tipp bekommen, hey, miete doch in einem Pfadiheim ein. Mhm. Dann kannst du auch gerade Musik machen, ein bisschen üben, ein bisschen auch laut Musik machen. Und weißt du, aufdrehen. Genau. Mhm. Also bist du ganz allein in diesem Pfadiheim? Ja, jetzt bin ich da. Ich habe mich total eingerichtet. Ich habe ein Sofa überzügelt von meinem Proberaum. Mhm. Und einen kleinen Teppich. Und jetzt bin ich da am Sounden. Das ist wieder, für mich ist das so typisch für dich. Einfach immer irgendwie, du machst etwas völlig schräges, oder? Also bei der Musik, Musik, die eigentlich jetzt nicht unbedingt in erster Linie so junge Leute machen, die ist immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, mega schön, du weißt, ich liebe deine Musik ganz fest. Es ist immer bei mir im Auto deine CD. Aber es ist jetzt, du überraschst dich einfach immer wieder. Und komm jetzt, kommen wir schnell zurück zu dem, wo du eigentlich wärst im Moment. Du wärst im Moment allein in den USA unterwegs, oder? Genau. Ja, ich bin ja noch zu dir gekommen, habe ja noch das Album vorgestellt. Und mhm. Freude irgendwie so, je, jetzt kann ich mal ein bisschen kreative Pause machen, dass ich auch einfach mal kann im Flieger sitzen und auf Amerika fliegen. Und es hat ja einfach nicht so sollen sein. Und es ist so komisch gewesen, weil an dem Tag, wo ich abfliegen wollte, sind die Grenzen gerade zugegangen. Mhm. Und dann habe ich noch wählen meinen Flug umbuchen auf Kanada. Also das wäre noch gegangen? Es ist noch gegangen. Ich bin noch mhm. in einem Reisebüro und habe der erklärt, ich möchte unbedingt einfach noch nach Amerika einreisen irgendwie. Mhm. Und dann haben wir den Flug gebucht noch, also umbuchen auf Kanada. Und dann habe ich einfach gemerkt, ach, so ein Mist. Mhm. Es bleiben alle daheim. Also ergibt sich mein Bündner Steinbockgrind auch und ich bleibe auch daheim. Ja, es wäre für dich auch das erste Mal gewesen, wenn du so mit der Gitarre allein durch Amerika gewandert wärst, oder? Ja, ja. Mhm. Mhm. Du hast mir auch noch gesagt, du würdest dort so ein bisschen Ideen sammeln, so ein bisschen auftanken. Wie tankst du denn jetzt auf anstelle von Reisen in Amerika? Also ich sage dir, Judith, es ist so eine krasse Zeit hier in diesem Pfadiheim, weil ich habe Mäuse im Keller, also extrem. Okay. Es ist zum Teil auch recht creepy, weil ich bin mir es nicht gewöhnt, dort, also das alte Haus, es knarkst, weißt du, mhm. der Boden knarkst. Und es kommt mir immer der Song in den Sinn von Ryan Adams, Haunted House. Okay. Und es ist genau so, also irgendwie, jetzt bin ich 1,5 Monate da und jetzt habe ich totalen Koller. Das verstehe ich. Ich denke gar nicht mehr so an Amerika, weil ich einfach so mit der Wohnsituation, einfach weil ich es so mühsam finde, mhm. irgendwie langsam, mhm. dass es so weit weg ist. Mhm. Aber die Option ins Bündnerland, die hattest du nicht gehabt? Also hast du Heimweh-Bündnerin? Ja, ich hätte natürlich immer die Option, dort raufzugehen, in das schöne La Punta. Aber ich habe dann einfach gefunden, weißt, ich muss können richtig laut Musik machen und mm-hmm. ich sonst in dieser Quarantäne, das zieht sich dann, wenn du nicht kannst Musik machen. Wie ist es denn, jetzt, wenn du so jemand bist, wo du sonst nicht daheim bist, wenn du Müsse gehst, bist du am Träumen in der Nacht von irgendwelchen komischen Sachen? Oder wie ist das? Es ist so, also eigentlich die ersten paar Wochen ist es gegangen, auch mit diesen Mäusen. Ich habe sie dann gefangen in so einem richtigen Mausfälle, wo sie überlebt, die Maus. Und dann habe ich sie in meinen Kofferraum reingetan, ich habe ein Händchen angelegt, habe sie in den Kofferraum reingetan und bin 10 Kilometer gefahren und habe sie nachher wieder freigelassen. Hey, nein, sicher nicht. Ja, unglaublich. 6 Mäuse so gefangen.
Und nachher ist dann jetzt vor 6 Tagen in der Nacht ist ein Transporter da in einen Baum gefahren. Also es ist eben so an einer Hauptstrasse, das Häusli. Mhm. Und dann hat der Transporter Feuer gefangen. Oh nein. Und nachher bin ich verwacht, weil ich es schon geschmeckt habe, der Rauch. Mhm. Das war Horror, weil es ist so nah an meinem Pfadihaus passiert, dass ich schnurstracks aus der Hütte raus auf das grosse Feld hier draussen Feuerwehr anrufen. Und die sind innerhalb von 12 Minuten sind sie da gewesen. Okay. Und ich im Pyjama, hey, voll, weißt du, irgendwie schon am halben Pennen. Und es ist mir fast so eingefahren. Ich hatte so Panik gehabt. Also bist du ganz allein in diesem Pfadiheim? Ja, also ich habe natürlich immer mal wieder Männer besucht. Verschiedene Männer oder immer der gleiche? Immer der gleiche. Okay. Okay. Nein, aber. Also wenn wir so wären und so Sachen du erzählst, dann würde ich gar nicht gehen lassen. Wenn der mal da wäre, würde ich alles abschließen und dann müsste da bleiben. Ja, also es ist einfach mir so eingefahren, wie die Flamme. Ich habe die irgendwie gesehen und gedacht, so nah an dem Pfad, jetzt muss ich einfach raus. Aber ist nichts, also hat es keine Verletzung gegeben, oder? Nein. Also, ja, also das ist also, aber das ist ja auch eine Umgebung, wo du jetzt gerade bist, wo eigentlich auch wieder Stoff wäre für neue Songs, oder? Ja, sicher. Aber eben, das ist immer etwas, ich glaube, da musst du nachher einfach wirklich darüber einen Song schreiben, weil es dich so extrem aufwühlt. Und dann fragt sich, kannst du schlafen oder was träumst? Ich meine, nachher, ich habe einen Whisky gebraucht, ich habe den getrunken und habe einfach kein Auge mehr zugetan in diesem Fall. Und weißt du, ich liebe es da und auch die Leute, die mich hier da sind, das sind Goldchats, die wollen mich unterstützen. Das ist so genial. Weil ich habe halt alles gekündigt vor Amerika und gefunden, weißt du was, hey, für was soll ich Miete zahlen? Und nachher stehst du so da, stay at home. Und dann ich so, ja, wo ist at home? Hey, wenn ich es wette, rüchte. Das stimmt. Das ist, ja, also wie lange wärst du denn in Amerika gewesen? Wie lange wäre das geplant gewesen? Nur 3 Monate, das ist eigentlich nicht so lang. Aber okay, aber ja. Ja, das wird wahrscheinlich dann schon mal irgendwann mal wieder möglich sein, gell? Aber ja, ich habe mir vorgestellt, es ist einfach so ein bisschen halt nicht wirklich nach Plan. Und ich weiss, du hast so gestrahlt, wo du von dem erzählt hast. Du bist wirklich aus dem Studio rausgelaufen. Ich sehe dich gerade noch jetzt über den Parkplatz. Und ich habe gedacht, Mann, wäre ich 10 Jahre jünger oder fast 20, ich weiss es gar nicht genau. Und hat auch die Chance, das ist wirklich etwas. Also das musst du unbedingt mal noch machen, wenn es geht, oder? Das ist so einfach so, dass die Freiheit. Hey, du hast mir gesagt, du würdest gerne ein Lied machen. Ja, weil weißt du, der letzte Song auf meinem neuesten Album, der heisst Hailing Distance. Genau. In Rufdistanz, also aus Rufdistanz, in der Ruf, also eigentlich gerade schon fast dort. Mhm. Aus Rufdistanz. Mhm. Und das ist so witzig, weil als hätte ich das irgendwie gesehen, habe ich dann zumal einen Song geschrieben, aber nicht über Amerika, sondern über Kanada. Und das Witzige ist, Zengadin, finde ich, ist ein bisschen wie Kanada, teilweise von der Natur her. Natürlich Miniatur, aber ich habe, glaube ich, intuitiv den Song geschrieben, weil ich das Gefühl habe, vielleicht lande ich dann doch noch zu Kanada. Und den würde ich gerne spielen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Direkt aus dem, was ist das? Bist du in einem Meerbettzimmer? So oder wo ist das? In der Küche? Oder wo bist du jetzt? Jetzt bin ich in so einem Stübli. Also es hat so ein mega herziges Holzstübli. Ja, es sieht wirklich so aus. Also. This time it's different. I'm within pain and distance. It won't take long. Get back home. This time it's different. I'm within hailing distance. It won't take long to get back home. I've been here before.
from Western Canada. Something in my mind said to leave, I left behind all the things and everyone I knew. Martina Lin aus dem Pfadiheim, direkt aus dem gemütlichen Stübli. Schön, ja. Du bist eine Reihe am Reisen in diesem Lied. Es wäre eigentlich genau so. Es ist wirklich. Machst du irgendetwas Spezielles jetzt? Wir haben jetzt immer die ganze Woche gehört von Leuten, die von mir Gitarre spielen, Französisch lehren, Stefanie Heinzmann, Dodo tut ein bisschen. So können sich mehr mit der Technik auseinandersetzen in Sachen Livestreams. Die IU hat gestern erzählt, sie tut wieder sehr, sehr viel Velofahren. Hast du also wieder etwas wiederentdeckt in dieser Zeit? Ja, oder entdeckt? Sicherlich aus Velofahrung und viel. Ich habe ein super Mountainbike. Mhm. Ich finde es genial, jetzt hier den Ahr entlang. Ich kenne eben den Bitz von Bern. Ich kenne es noch fast zu wenig. Und dort habe ich extrem jetzt Freude gehabt, um das wieder ein bisschen mehr zu machen, das Velofahren. Aber eben sonst kochen, würde ich noch sagen. Das ist ja. Kochen ist so ein schönes und zugleich auch ein bisschen ein Leidungsthema. Gell? Und bei dir? Ja, kochen bin ich auch intensiv dran. Wir haben so mit einer anderen Familie, tun wir so zusammen Kind hüten. Und das sind damals richtig viel, also 5 maximal, oder? Und dann immer wieder etwas Neues, nicht so wiederholen, dann noch kindergerecht. Und ja, durch das. Das bin ich schon auch fest dran. Und sonst, ja, wir haben ein kleines Büsi, das ist mega toll. Das haben wir schon lange abgemacht, dass wir im März das überkommen. Und jetzt ist natürlich ein super Zeitpunkt. Das ist mega herzig. Wir probieren es ein bisschen erziehen. Wobei ich komme immer Fotos über, wenn ich da im Radio bin, dass sie wieder auf dem Tisch sitzt. Und mein Mann findet das mega herzig, wenn sie zuschaut, wie er das Buch liest. Und dann komme ich am Abend wieder und schmeiße sie ab. Ich bin so, wahrscheinlich so der Haustrache für die Katze, die Arme. Aber es ist mega herzig. Ja. Aber sonst muss ich sagen, jetzt bin ich so in der Stimmung. Jetzt bin ich auch froh, wenn jetzt nächste Woche mal etwas gelockert wird, wieder mal zum Coiffeur kann. Ich habe jetzt Abend noch den Blick im Interview und er hat gesagt, er ist glaube ich jetzt auf YouTube live oder so und hat mir so im Voraus gesagt, hey, musst du schauen, die allermeisten Kommentare kommen nicht zu meiner neuen Musik, sondern zu meinen Haaren. Ja. Gell, wir kennen ja das, meine Frau, es ist jetzt nicht unbedingt besonders neu, aber ja, ich bin gespannt. Ja, nein, es ist also gerade eine Glatze wie die Stefanie, habe ich jetzt nicht, also nicht ganz eine Glatze. Ja, ja, kurz ja. So kurze Jahre, das würde ich mir gar nicht trauen, hey. Wirklich. Warum nicht? Ich finde es mega, ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist einfach schon nur wegen der Kälte. Ich habe immer das Gefühl, ich hätte kalt. Mhm. Also ich kann eigentlich vor allem aus einem Grund lange hören. Ich glaube, es gibt einfach viel, viel weniger zu tun. Ja, also ich habe fast immer die Haare so oben, oder? Und am zweiten, also am ersten Tag ein bisschen offen, am zweiten ein bisschen oben, am dritten. So. Du kannst ja einfach ein Spängel drin und weg. Du bist ja wahrscheinlich auch so etwas unkompliziert, oder in dieser Beziehung. Ja, also wenn sich im Pfadiheim aufhaltet und so. Ja. Oder eben allein durch Amerika tut. Wie? Gut. Das heißt nicht gut? Wasser. Ah, jetzt warm Wasser, ja, immerhin. Ja, das ist doch schön. Hey, wie planst du weit? Oder wie weit planst du mit deiner Musikkarriere, mit was auch immer? Also, lebst du total in den Tag hinein oder machst du einen Plan?
Du, ich hoffe es jetzt, dass eben nach diesen Lockerungen, dass ich auch mal wieder ein bisschen Gesangsunterricht geben könnte, weil das ist ja etwas, was ich sehr, sehr gerne auch noch mache. Wie finde, weißt du, jetzt das wieder alles aufgleisen mit den Konzerten, das ist so eine riesen Arbeit. Jetzt weiss ich einfach, es gibt so einen Break, in dem Sinn eine leere Phase, wo ich mit natürlich komponieren, Gitarre üben, dann immer zu tun. Aber Gesangsunterricht ist auch etwas, was ich extrem vermisse, weil ich die Leute so vermisse irgendwie. Und ich habe jetzt einmal noch mit meinem Drummer habe ich noch abgemacht, hier zu Bern auf 2 Meter Distanz. Und dann haben wir ein bisschen gejammt. Und das ist natürlich auch etwas, was ich gesagt habe. Das erweckt mich wieder und gibt mir Energie. Weil ich halte es sonst, also schon, es ist zäh einfach. Ja, ich glaube, es ist jetzt für alle zäh. Also ich bin mega froh, kann ich ab und zu arbeiten. Obwohl wir da auch nur die sind, die wirklich eine Sendung haben. Aber ich finde wirklich, es ist genauso schwierig für die, die daheim sind. Also ich glaube, noch fast noch schwieriger, die nur daheim sind, wie wenn man, das ist mehr ein Geschenk, wenn man noch ab und zu arbeiten und aus dem Haus. Also so ein bisschen. Ja, weil sonst ist es ja wirklich, bleibst du daheim, oder gehst du mal laufen allein oder Velo fahren. Aber die meiste Zeit bleibst du halt einfach daheim. Was schon auch schön ist, aber irgendwann hast du das Schönste daheim mal gesehen. Gell, so ist das schon ein bisschen. Hey, und von was lebst denn du? Also was machst du da für Sorgen? Oder machst du gar keine Sorgen oder Gedanken? Wie sieht das aus? Ich finde es genial, wie die Schweiz jetzt reagiert hat. Ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich darüber, auch, dass ich ein bisschen Reserve habe von meinen Konzerten her noch, weil ich immer spielen und ich muss aber schon sagen, inspirierend an sich ist das Ganze nicht. Also, und viele haben das Gefühl, ah ja, jetzt ist genau der Zeitpunkt gekommen, jetzt schreibst du deine neuen Songs. Und ich bin so wie, Moment mal, nein, eben, wie du sagst, es geht zuerst mal um die Existenz, um die ganzen Verarbeitungsprozess und psychologischen Prozess, wo du da mitmachst und Ich so. glaube, jetzt muss man extrem großzügig sein mit sich selber und ja, nicht sich noch unter Druck setzen. Eben zum Beispiel, jetzt wäre der Moment, jetzt hat die Zeit, jetzt müssen Songs her. Also, ich glaube, das hilft niemandem, gell? Sie hat noch eine Anfrage bekommen im Volk, in der Umgebung, um ein bisschen Regal einräumen. Und das ist mega schwer da. Ich habe mir wie so gedacht, eigentlich wäre es noch easy, weil ich wäre dann einfach so ein bisschen dort in diesem Laden und würde in die Regal einräumen. Und plötzlich habe ich aber gefunden, weißt du was, nein, ich bin einfach Musikerin. Ich will um meine Instrumente sein und es würde mich nachher gleich extrem nerven, wenn ich dann irgendwie ja, nicht kann musizieren. Ich habe mal 2, 3 Wochen an der Migros-Kasse gearbeitet. Da war ich noch jünger, so als Ferienjob. Hey, das war so streng. Seitdem habe ich die grösste Ehrfurcht vor allen, die an der Kasse arbeiten. Und das war noch eine Zeit, wo man das Gemüse nicht selber abgewertet hat, sondern an der Kasse du musst eingeben, was es für ein Gemüse ist. Ewig her, gell? Hey, und dann hat sie so, wir haben daheim nur so Gemüse aus der Region gehabt. Hey, dann hat sie dort exotische Früchte gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche. Ich habe im Fall immer Blut geschwitzt, weil ich nicht gewusst habe, was das für eine Frucht ist. Und ich habe ein bisschen den Code eingegeben von dieser Frucht. Also von dem her, wuhu, ja, also so Chaps, gell? Vor allem gerade jetzt ist es natürlich wirklich auch eine grosse Herausforderung. Ja, hey, Martina, eben am 7. habe ich den Blick im Interview. Du noch Ja. gesehen? Du noch ein bisschen vorbereiten, hat ein neues Album, das morgen rauskommt, Okidoki 2 heisst. Und morgen im Interview ist der Marius Bär, den du sicher auch kennst. Und wir haben immer so ein bisschen, dass man so ein bisschen Fragen weitergibt. Was würde dich interessieren an Marius Bär? Du, frag ihn mal, was er sich im Moment gönnt, was er sich sonst nicht gönnt. Nicht Corona, also wenn Corona nicht Was er ist. sich gönnt, okay. Soll ich das beantworten? Ganz viel Schock in meinem Fall. Was ist bei dir? Du, hey, ja, fragst mich, es ist wirklich noch eine gute Frage. Ich kann es nicht sagen, was ich mir gönnen kann. Ich kann es nicht. Ich finde einfach, wir müssen gut zu uns schauen. Oder? Und wenn Schoki etwas ist, ist gut. Wenn's, ich meine, ich habe zum Beispiel kein Netflix abonniert, also rein im Selbstschutz. Ich könnte, glaub, wirklich, ich bin so ein Süchterli. Ich glaube, ich könnte es nicht handeln. Aber wenn jemand
wenn einem das gut tut, ist es, glaube ich, okay, wenn man einfach irgendwie da durchkommt. Und so, möglichst so, dass es gut geht. Oder? Ich glaube, du siehst das wahrscheinlich ähnlich, oder? Genau, sicher. Aber du hast ja sicher nicht mal einen Fernseher dort, oder? Wie? Du hast im Pfadiheim wahrscheinlich keinen Fernseher. Nein, nicht. Ich lese Bücher und probiere irgendwie möglichst weiterzukommen. Es ist auch manchmal eben nicht einfach, aber man bleibt dran. Kannst du gut allein sein? Ja. Okay. Das habe ich schon gelernt. Und kennst denn du das Gefühl von wirklich Langeweile? Dass der wirklich richtig langweilig ist? Nein. Also ich kann mich vertun und vertun in dieser Welt. Das ist so. Ich habe auch noch einen Gitarrist geschrieben. Er soll mir ein bisschen Tutorials schicken. So einen Goldschatz, der Urs Müller. Guter, super Typ. Und nachher kommt so Post von dem, oder? Also E-Mail. Und dann nachher bist du da und dann bist beschäftigt und dann kochst und dann ist der Tag wieder rum irgendwie. Also bist du ja noch in dem Fall musikalisch, gitarrentechnisch am Weiterbilden? Ja. Okay. Ja, ist doch schön. Ja. Also nicht, dass man unbedingt irgendetwas nachher noch besser muss können, aber ist auch toll. Eigentlich hat man ja jetzt schon je nachdem Zeit, oder? Meine Mutter ist besser geworden, weil ich viel mehr rausgehe. Das war wirklich noch krass gewesen am Anfang. Ich habe immer recht schlechte Haut gehabt, so weil ich viel einfach ein bisschen Stress, weißt du, und ein bisschen schlecht ernährt und so. Ich habe gerade gemerkt, so, wow, krass. Das ist gut. Plötzlich Sachen, wo ich mir immer so ein bisschen Gedanken gemacht habe, so, warum habe ich jetzt plötzlich so Haut und so. Und dann bist du so im Stress, dass es ist. Und nachher, während dieser Zeit, habe ich müssen sagen, hat sich so, dass es so ein bisschen abbaut, weil du halt nicht mehr so im Stress bist. Ist das auch etwas, was du weiternimmst? Also, dass du findest, hey, das Tiefenentspannte, sei es wegen der Haut oder auch sonst, dass möchtest du beibehalten? Oder, weißt du, was dich gestresst hat vorher? Ja, ich glaube, ich bin wirklich jemand, der halt in die Natur auch gehört. Oder? Und die haben das immer ein bisschen wollen, so, ja, jetzt weißt du, die Stadt und Hop und Musikerin und immer im künstlichen Licht, oder? Das ist ja auch so etwas mühsames, so wenig draußen, dass du einfach dann irgendwann an einem Punkt kommst, wo man sagt, der Körper reagiert halt, oder? Und das ist etwas, was mir schon einfach Meditationstyp und wo dann so kann in sich gehen und irgendwie finden, das passiert bei mir schon beim Musikmachen irgendwie wie genug, so die Selbstreflexion. Und das würde ich mitnehmen. Ich würde das mitnehmen, dass ich einfach auch mir eine Strategie zurechtlegen, dass ich gar nicht mehr an den Punkt komme, aber es ist eben mega schwierig. Aber dass du viel rausgehst und dir das ja gut tut, das ist ja gleichzeitig mit dem, dass du runterfahren kannst, oder? Hey, ohne meine fast täglichen Spaziergänge oder ich kann viel joggen, könnte ich nicht sein. Wirklich. Ich habe auch immer dann, ich weiß nicht, aber dann habe ich die guten Ideen. Ich habe immer so eine halb gute Idee und wenn sie nicht besser wird, dann wenn ich rausgehe, gehe laufen, gehe joggen oder einfach unterwegs bin, dann wird es dieser halb guten Idee jetzt einfach für mich eine recht gute Idee. Und zwar jedes Mal. Auch wenn ich, manchmal gehe ich wirklich nur wegen dem laufen oder joggen, je nachdem, was ich Lust habe. Nur damit ich an dieser Idee kann arbeiten kann. Und dann am Anfang denke ich gar nicht mehr dran und irgendwann ist der kommt. Das ist so mega cool. Dann musst du weitermachen. Gell? Also, Freundin von mir, Neuro, was macht sie? Ja, jedenfalls ist sie mega gut in Sachen, wie das Hirn funktioniert. Und sie hat mir gesagt, es ist wirklich bewiesen, dass wenn du dich in der Bewegung bist, dass halt das Hirn wirklich besser schafft. Und eigentlich könnte man auch viel besser lernen. Also, wenn die Kinder in Bewegung sind. Wir haben doch früher so von Ecke zu Ecke, ich das auch mal rechnen. Wenn du 4x7 gewusst hast, was es gibt, dann hast du immer eine Ecke können im Schulzimmer weiter und nachher wieder eine Ecke weiter und wieder eine Ecke weiter. Das ist pädagogisch nicht so wertvoll, weil die nicht so gut dann können rechnen, sind einfach eine ganze Stunde im gleichen Ecke gestanden, weil sie die nächste Lösung nicht so hatten. Aber sonst, rein vom Lernen her, eben in Bewegung, ist das schon etwas Gutes. Ja, extrem. Nein, aber es ist, bis du aus dem Haus bist. Du musst die Schuhe anziehen und dann musst du gerade gehen und das ist der schwierige Moment. Das gute Gefühl ist es doch dann. Ja. Das gute Gefühl denken. An die Freude, die du hast, wenn du es gemacht hast. Aber ich kenne es. Aber gleich musst du es machen. Es ist immer Musik machen. Es ist ein Machen. Und es ist aber ein Musik machen ist für dich nicht ein Müssen, oder? Nein.
Nein, aber auch nicht rausgehen wäre auch nicht das Müssen. Ja, ich weiß, was du meinst. Es braucht gleich so einen Kick, gell? Ja. Mit Leidenschaft und Freude. Der Alain Sutter hat mal einen spannenden Vortrag gehört. Du musst alles, was du machst, machen mit Leidenschaft und Freude. Und wenn du nicht magst, musst du eben einfach daran denken, was es Gutes mit dir macht. Genau. In der Theorie sind wir sehr gut, gell? Extrem. Also, hört noch mal, das ist Martina Lind, das Album, das gibt es immer noch. Das kann man sicher auch bei dir irgendwo bestellen, sonst. Online. Eine ganz tolle Musikerin mit einer wunderschönen Haut, stimmt's? Und ja, ich hoffe, man sieht sich irgendwo mal. Am liebsten natürlich an einem Konzert. Und hab durch. Und alles Gute. Danke vielmals, Martina. Merci vielmals, YouTube. Du auch. Tschüss. Gleichfalls. Ciao, Martina. Tschüss.